Da sind sie ja, die YouTube-Leute. Hallo, ihr Mäuse. Guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Barbie Legacy an einem Mittwoch. Endlich wieder. Wir haben festgestellt, es gab bestimmt jetzt, weiß ich nicht, 3 oder 4 Wochen keinen Sims-Woch mehr. Ich hole natürlich auch direkt die Twitch-Leute dazu, weil das ist der wunderbare Twitch-Chat. Ich bin die wunderbare Nina. Bescheiden, wie immer. Nein, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, kommt gern vorbei. twitch.tv/simfinity_nina. Da findet ihr mich und diesen wunderbaren Chat. Das ist doch eine schöne, also besser geht's nicht. Der Stream ist gesponsert von Asam Beauty. Das hat für euch auf YouTube aber keine Auswirkung. Genau. Und wir spielen jetzt Sims. Wir haben, wie ihr seht, schon sehr lange gequatscht, weil wir uns erst noch geschminkt haben und dann haben wir über wichtige Themen geredet und es ist halt immer so, ne? Also mittwochs wird hier immer viel gequatscht und ich freue mich, dass wir jetzt wieder Mittwoch spielen können, weil die letzten Wochen waren einfach wild und ich habe es sehr vermisst, weil Barbie am Freitag fühle ich einfach nicht so. Der Barbie Mittwoch. Die Barbie gehört in den Mittwoch. Ist einfach so. Habt ihr E-Mail gefunden? Ja, Hammer. Super. Okay, Elfie Linda, danke schön für deine 25 Monate. Vielen, vielen Dank. So, ihr seht schon, wir sind im Create-A-Sim, weil als letztes beim letzten Mal haben wir die Kids gealtert. Und wir waren aber auch noch viel im Baumodus, weil wir, was haben wir denn nochmal, die Küche gemacht haben? Ich glaube, wir haben diese Sitzbank gemacht, ne? Oder? Ich glaube schon. Habe einfach nicht gecheckt, dass ich automatisch mit der E-Mail der letzten Kollektion schon angemeldet bin und habe mich nochmal mit meiner neuen angemeldet. Jetzt bekomme ich den Newsletter einfach immer doppelt. Aber eigentlich sollte das nicht passieren. Weil Shane hat mir nämlich noch gesagt, dass das extra so also abgeglichen wird, dass halt die Leute, die für den letzten Newsletter angemeldet haben, nochmal so einen Hinweis kriegen, hey, es gibt jetzt eine neue Kollektion. Aber halt nur die, die sich noch nicht für den neuen angemeldet haben. Also, ja. Passend dazu gucke ich gerade auch nochmal alle Barbie-Filme durch. Traumhaft, das ist doch perfekt. So, das hier ist auf jeden Fall unser Aiden. Genau, wir haben die Kids auch Roberts Ramirez genannt, finde ich ganz schön. Und hier ist unsere wunderbare Tracy. Und ich finde, bei Aiden sieht man jetzt ganz schön viel Chelsea. Oder? Ich finde so, dass man das jetzt schon mehr sieht. Irgendwie. Carrie, lass es dir schmecken. Was hast du Leckeres? Sieht aus wie sein Dad. Ich sehe da, obwohl doch auch, ja. Es ist, glaube ich, der perfekte Mix. Süß. Okay, wir fangen mit Aiden an. Unser wunderbarer Aiden. Wir gehen erstmal zu den Skin Details und schauen uns an, was wir hier machen können. Ich habe mir eigentlich neue Lashes runtergeladen für Kids, aber irgendwie ist was schiefgelaufen. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Weil irgendwie funktionieren die immer noch nicht. Es gibt Tuna Melt Sandwiches. Oh mein Gott, das klingt ja so lecker. Lecky. Die Lara, Hallöchen. Hab länger nicht geschaut, in welcher Generation bist du. Ich möchte nicht drüber reden. Ich bin in Generation 2. Also du siehst gerade Generation 3 vor dir. Ich weiß, wir brauchen lang. Aber was lange währt, wird endlich gut. Fauli, danke schön für die 6 Monate und die Lara, danke für die 13. Vielen, vielen Dank. Beim Cast verlassen musst du vielleicht wieder den Namen kürzen. Ja, ich weiß. Das ist, das hatten wir leider mit Victoria auch immer. Das war ein bisschen doof. Aber egal. Ja, seht ihr? Das geht irgendwie nicht. Also ich glaube, ich habe noch nicht alle alten Dateien gelöscht. Aber ich hatte noch keine Zeit, mir das genauer anzugucken. Aber er sieht ja auch top aus ohne Lashes. Ja. Mein Gott, er ist so ein Cutie. Heidewitzka. Was kriegt er denn jetzt für Haare? Er war ja unser Fuchsboy, ne? Fällt mir gerade ein. Ich würde ihm gerne auch weiterhin so lange Haare geben. Oder? Die finde ich auch immer süß. Aber ich glaube, ich finde die am süßesten. Das sieht auch irgendwie richtig cute aus.
Ich glaube, ich möchte die. Unser Waldboy. Selina, mach's gut. Schön, dass du da warst. Didi. Wann hast du eigentlich angefangen mit den Barbie-Streams? Ungefähr vor einem Jahr. Ah, ja, ist halt, ne? Ich brauche halt immer sehr lang für alles. Aber ich versuche mich ja zu beeilen. Er hatte braune Haare, oder? Ach, ich finde das so süß. Cute, oder? Ah, letzten November, ja. Hm, gut. Ist dann halt, jetzt haben wir schön bald Einjähriges. Das ist doch eine tolle Sache. Hatten wir bei ihm gesagt, dass wir ihm eine Brille geben wollen? Ich weiß es nicht mehr. Weil das clasht ein bisschen mit dem... Ich weiß noch, dass wir bei irgendwem über eine Brille geredet haben. Aber ich habe irgendwie auch nicht so schöne Brillen für Kinder. Steht ihm auch irgendwie nicht so gut. Das lassen wir. Bei Tracy haben wir drüber geredet. Okay, ja, finde ich auch gut. Okay, dann gucken wir gleich nochmal bei ihr. Ich bin in der Schlafkleidung. Das ist sehr true. Warte mal, dann machen wir kurz. Oh, so dankbar für diesen Knopf. So dankbar. Also das ist mein Favorite Update, seit Sims rausgekommen ist. Machen wir dann auch eine Barbie Anniversary Party? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber wäre schon ein bisschen süß auch, ne? Mal gucken. Ich weiß gar nicht wann. Muss ich mal raussuchen. Warte, ich guck kurz. Wann ich das erste... Also ich sehe das ja in der Playlist. Nee, nicht Simfinity. Streamfinity. Barbie Legacy. Breites. Psst. Stream 8.11. Das sind 2 Wochen. Das ist der Freitag nach dem Drop. Also am Donnerstag wird gedroppt und Freitag ist der 8. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Schauen wir mal, Leute. Ich muss auch sagen, das aktuelle Update klingt gut, was damit alles reinkam. Allein schon die individuelleren Grabsteine. Ja, das finde ich auch richtig toll. Ich dachte, das wäre, also ich dachte, das kommt mit dem neuen Pack, aber es ist tatsächlich ja Base Game, finde ich richtig cool. So, wir wollen natürlich, dass er weiterhin unser Waldboy bleibt, ne? Ein Waldboy hat eine Weste an. Aber andererseits, was haben wir gerade für eine Jahreszeit? Wir müssen ja wieder anpassen, Leute, ne? Weiß das gerade jemand? Haben wir noch Sommer? Ja, ihr wisst ja, da müssen wir natürlich immer ein bisschen drauf achten. Und halt zumindest für 3 Minuten. Maxi, mach's gut. Schön, dass du da warst. Die Weste passt toll zum Pferdehof. Das ist wohl auch wieder wahr. Aber wenn Sommer ist... Pierre schreibt Herbst mit Kappa, aber... Ach so, weil im Real Life, ja, verstehe. Mia, Löchen, mir geht's sehr gut, ich hoffe, dir auch. Ach man, ich nehme aber auch immer die gleichen Farben, ne? Aber ich liebe halt einfach grün und so. Aber ist ja auch unser Waldboy. Er trägt grün jetzt. Gut. Mumpi, danke schön für die 10 Monate. Wie geht's, wie steht's? Hab so viele Streams verpasst. Schaue gerade während des Lernens Planet Zoo Elefantengehege nach. So entspannt nebenbei zu schauen, deine Stimme zu hören. Das freut mich, dass ich dich da begleiten kann. Oh, auf Planet Zoo freue ich mich auch am Freitag. Endlich wieder. Süß. Die Schuhe sind ein bisschen... Ich glaube, da würde ich eher sowas... Zuhus nehmen. Och, guck mal, wie süß er aussieht. Er kriegt aber auf jeden Fall noch ein zweites Outfit. Das hier mag ich auch voll gerne. Grün. Wahlweise vielleicht auch noch ein bisschen grün. Die Farbkombis finde ich... Ach, der ist auch so schön. Ne? Weiß das noch jemand, was wir... ich guck mal kurz. Guck mal kurz das VOD von letzter Woche an.
Pia, was ist los? Pia, ich komme nicht mit. Hä? Was? Warte kurz. Ich muss kurz. Hier ist. Ist das Sims? Nee. Das ist Dreamlight Valley. Ich habe die noch gar nicht hochgeladen. Dann leer. Psst. Sommer. Es ist noch Sommer. Okay. Es ist noch Sommer. Hallo, Köpfchen. Dankeschön für die 35 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Nora, dankeschön für dein Prime Sub. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Halte ich gut fest, schneide ich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Und dankeschön für euren Raketenmodus, ihr Lieben. Und der Björni kommt auch noch um die Ecke. Björni, dankeschön für 36 Monate. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn meine Mathe-Skills mich nicht verlassen haben, dann sind das ganze 3 Jahre mittlerweile. Nee, weil Lukas sagt ja 37 dann, oder? Keine Ahnung. Ich danke dir von ganzem Herzen. Schön, dass du reinschaust und ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. So. Da. Und Lari, hallöchen, schön, dass du da bist. Habt ihr ja schon erzählt, dass ich seit kurzem verlobt bin, da kann ich nur happy sein und hallo. Ja, Mumpi, das verstehe ich. Nochmal auch hier alles Gute. Das ist wirklich so schön. So, okay, bin wieder unten. Und Merle, welcome back. Mir geht's gut, hoffe dir auch. Ja, mir geht's auch ganz wunderbar. Gut, dann müssen wir jetzt, also wahrscheinlich sind wir ja zum Herbst hingehend, ne? Vielleicht können wir dann ja sowas nehmen, was so in Richtung, also was so, weißt du, so Ärmel hochgekrempelt. Ich finde die Blümchen schon süß, aber eigentlich, und die Farbe ist auch hübsch. Ja, gut. Nehmen wir die auch noch mit. Nehmen wir auch noch mit. Hoffe, bei dir ist auch alles so. Also, wenn du das Gefühl vom Verlobtsein nimmst und dann in Hochzeitsplanung umwandelst, dann, ne? Also, es ist Endorphine hoch 3000. Nee, ich bin sehr, sehr, sehr happy, ja. Julia, danke schön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Haben wir nicht vor kurzem erst die Kleinkinderzimmer gemacht? Ja, aber ich muss ja jetzt ein bisschen speeden, ne? Boah, echt, ne? Wir haben uns so viel Mühe damit gegeben und jetzt haben die einfach schon Geburtstag gehabt. Also, Sauerei. Naja. Gut. Obwohl, das Hemd finde ich ganz schön süß. In braun. So. Ich war am Montag einfach im T-Shirt draußen früh morgens. Da war es richtig mild und zum Mittag hin wurde es irgendwie voll frisch. Aber ich hatte, also ich finde auch, dass die letzten Tage sehr mild waren. Ich bin jetzt ready für einen Full-on-Herbst. Ne? Ah, be happy, sag ich da nur. Ja, das ist wirklich Programm. Das ist wirklich einfach Programm. Ich hoffe, das läuft alles gemütlich ab und ist nicht allzu stressig. Ich dachte, es wird jetzt hardcore, weil wir halt nicht mehr so, also wir sind halt in unter einem Jahr und man sagt ja, ein Jahr vorher sollte man anfangen zu planen. Deswegen habe ich kurz Stress geschoben, also habe kurz so gedacht, oh Gott, ob wir das alles so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen, ob wir noch Dienstleister bekommen, wie wir sie uns wünschen und so weiter. Aber jetzt ist alles so gut wie in trockenen Tüchern und das ist alles sehr schön. Und ich liebe es, das also jetzt auch super viel selbst zu machen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass ich lieber viel abgebe, aber es ist einfach nur toll. Also es macht einfach sehr viel Spaß alles. Braun? Oh, das T-Shirt ist auch süß, nehmen wir das. Und Sandra, hallöchen, schön, dass du da bist.
Am Ende vom letzten Barbie-Stream war schon Herbst. Perfekt, danke für die Information. Dann haben wir uns ja perfekt gekleidet. Das ist doch toll. Und Beyblade, hallöchen, herzlich willkommen. Warte, du bist verlobt. Ja! Also, ich bin tatsächlich auch schon fast ein halbes Jahr verlobt. Und jetzt sind wir mitten in der Planung. Und das ist schön. Macht sehr viel Freude. Ist auch sehr überwältigend zwischendurch. Und vor allem, was für mich echt scheiße war, also was, wo ich froh bin, dass wir jetzt das Gröbste überstanden haben. Alle Dienstleister wollen einen immer kennenlernen. Und das ist ja auch voll süß. Aber dann musst du immer dich zum Telefonieren verabreden. Und das war für mich, das war so eine große Herausforderung. Aber I did it. Also, we did it. Wir haben das ja immer zusammen gemacht. Aber Lukas war immer nicht aufgeregt. Und ich konnte dann immer eine halbe Stunde vorher gar nichts mehr machen, weil ich einfach so aufgeregt war. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt nicht mehr so mit Fremden telefonieren müssen. Weil jetzt kennen wir die ja alle schon. Oh, das sieht ja ganz süß aus. Die Farbkombi finde ich ganz wunderbar. Schön. Ja. Hast du eigentlich vor, das neue Life Strange zu spielen? Finde die Streams immer so cozy. Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Ich weiß noch nicht genau, wann und wie wir das machen. Ich habe so ein geiles PR-Paket bekommen. Sag mal, Leute! Ja, hallo! Ich weiß nicht, heute ist irgendwie wieder Raid Day, ne? Schön, dass ihr da seid. Notlager. Ist das richtig? Oder Notlagerta? Ich hab's mit Namen. Das ist hier auch leider immer so ein Problem. Also sag mir gerne nochmal, ob ich... Ich sag auch Tracy. Da unten steht Tracy. Ich sag Tracy. So. Da steht jetzt gerade Werbung drunter. Aber das ist Tracy. Sie heißt Tracy. Oh mein Gott, ist das toll. Herzlich willkommen. Hallo. Ich bin die Nina. Herzlich willkommen in meinem Stream. Ich schreie Menschen gerne an. Nein, Entschuldigung. Ich spiele hier gerade meine Barbie Legacy. Also das sind ist meine dritte Generation der Barbies. Deswegen heißen sie Tracy und Aiden. Das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Schaut sehr, sehr gerne auch mal bei Tracy vorbei. Wenn ich es richtig rauslese, dann habt ihr einen in Real Life Stream gemacht. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Good day, good day. Werde wohl nie heiraten können, wenn ich da jemanden anrufen muss. Man verabredet sich ja meistens zum Telefonieren, aber das macht es nicht unbedingt besser. Weil dann sitzt du da und weißt, okay, in einer halben Stunde geht's los, oh mein Gott. Und dann kriegst du Schwitzehände. Also ja, so ist es zumindest bei mir. Aber wie gesagt, jetzt ist alles überstanden. Was meinst du mit Selbstmachen, organisieren oder zum Beispiel basteln? Sowohl als auch, also von unserer Location wird auch viel übernommen, von der Orga und so weiter, das ist auch super cool. Aber um viele Dienstleister bemühen wir uns auch selbst, aber ich meinte vor allem halt auch, dass wir sowas wie Welcome Sign und Einladung und sowas selber machen. Also wirklich DIY und das finde ich mega cool. Ja, das ist ganz schön toll. Das macht mir Spaß. Wir wollen eigentlich auch nächstes Jahr heiraten. Ich finde es aber super überwältigend, das zu planen und weiß schon gar nicht, wo wir anfangen sollen. Dann würde ich tatsächlich an eurer Stelle einfach jetzt für 26 planen, weil dann habt ihr richtig viel Zeit, euch alles genau anzugucken, was ihr wollt und was ihr euch vorstellt und habt nicht damit zu kämpfen, dass ihr einen Dienstleister gefunden habt, den ihr richtig toll findet und dann sagt ihr euch, ja, ich bin leider schon komplett ausgebucht. Und dann ist das alles viel entspannter. Also wir wollten ja eigentlich auch erst 26 heiraten und dann hat sich das halt zufällig ergeben, weil da halt noch ein Termin frei war und dann dachten wir uns so, ja komm. Aber ja, ich würd da halt den Druck so rausnehmen. Beep, 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 beep. Wir kommen aus dem In-Real-Life-Soft-Eisladen im Norden Deutschlands. Wie bitte? Also das möchte ich mal ganz kurz erklärt haben. Ich liebe Softeis. Äh,
Mein Freund ist Hochzeits-DJ und musste über deine Aussage mit dem Telefonieren gerade so lachen. Ja, das steht uns noch bevor. Mit dem DJ müssen wir auch noch telefonieren. Ich hoffe, da kommen wir irgendwie drum rum. Also nicht, weil ich keine Lust auf DJs habe, aber es stresst mich. Tracy arbeitet in einem schnuckeligen Softeisladen. Nein! Und hat Bienen als Emotes? Das ist ja jetzt gerade wirklich alles meant to be. Das ist gerade ein richtiger Full-Circle-Moment. Also, für die Raider, die gerade mitgekommen sind, ich bringe in 2 Wochen eine zweite Schmuckkollektion raus und die ist Bienen- und Hummel-themed. Es ist einfach wirklich, wie Mumpy schreibt, meant to be. Die Kollektion heißt Be Happy. I love it. Und dann heißt mein Zimmer auch noch Tracy. Wow, das ist eine tolle Sache. Also darauf stehe ich. Finde ich super. Ach, schön. Toll, toll, toll. Ich bräuchte mal einen How-to-Hochzeitsplan. Also, habt ihr wahrscheinlich schon mit gerechnet, aber ich habe natürlich ein komplettes Notion-Board. Ist ja ganz klar, ne? Ist super. Hab mir aber ein Template auf Etsy gekauft, weil ich kann das noch nicht so mit diesem verknüpfen und so. Deswegen habe ich das über Etsy gemacht. Hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. War ein bisschen teurer, aber hat sich gelohnt. Und da habe ich jetzt alles toll organisiert. Ich liebe es. Aber ich würde mit der Location anfangen, dass man eine Location raussucht. Und wenn du eine Location hast und da den Termin safe hast, dann kannst du anfangen, alles andere drumherum zu bauen, sozusagen. The wind blowing in her hair. Ich habe sie hier rübergeholt zu dir. Oh, wie süß. Vielen Dank. Das ist sehr lieb. Wir haben uns gegen einen DJ entschieden. Wir werden Musik per Playlist laufen lassen. Das ist für uns einfach das Ideal. Also ich kann es auch total verstehen, wenn man es macht, weil es ist schon ja auch nochmal, keine Ahnung, bei uns ist das halt in dem Preis mit drin, aber ich glaube, es sind so 700 oder 800 Euro. Und natürlich, ne, also alle Dienstleister sollen fair entlohnt werden auf jeden Fall. Aber wenn man halt versucht, ein Budget zu halten, so, dann kann ich es auch total verstehen, dass man halt sagt, so, mir reicht eine Playlist. Ja, also, kann ich total verstehen. Zu 100%. Und Katharina, hallöchen, schön, dass du da bist. Wir hatten bis 8 Wochen vor der Hochzeit komplett den Fotografen vergessen zu buchen und hatten dann so Glück, noch einen zu finden. Zweimal telefoniert und es waren die perfekten Fotos. Schön, zum Glück. Das ist schön. Darf ich fragen, wieso die Atmosphäre eurer Hochzeit wird? Also eher im Grün oder am Strand? Ich möchte nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht möchte, dass man auf die Location schließen kann. Wenn man halt aus Bielefeld kommt, so, dann weiß man ja, was in Bielefeld und Umgebung so passiert. Also was es da so gibt. Deswegen möchte ich dazu jetzt nicht so allzu viel sagen. Aber es wird auf jeden Fall, es passt zu 100% zu uns. So viel kann ich sagen. Und es wird ganz schön toll. So, wir sind ja bei den Partyschuhen. Ich glaube, da würde ich dann gerne die hier auch nochmal nehmen. Finde ich süß. Und Hundelady, hallöchen. Jessie, der Code von Lukas ist wie immer gültig. Also einfach Lukas live. Ich hatte damals so ein Ringbuch von so einer Hochzeitszeitung. Das war so ein Planer und Tagebuch in einem. Auch so mit Zeiten, wann man was macht. Und das ist so eine tolle Erinnerung. Blätter da echt sehr gerne noch durch. Ja, voll cool, Luzi. Genau so ist das halt nur halt als Notion Board. Das finde ich richtig schön. Also ich stehe auf sowas. Nee, das ist hässlich. Ich möchte eine braune. Die sind alle irgendwie... doof. Dann lila. Bei einer Hochzeit, bei der wir waren, war sogar eine Liveband und erst spät kam dann der DJ. Also wir haben auch Live-Musik. Wir haben nur, also wir haben jemanden mit einer Gitarre. Richtig toll.
Das wird so schön. Ja, das ist ganz schön toll. Aber später dann soll natürlich auch ein DJ kommen. Das kannst du ja dann nach eurer Hochzeit mit uns teilen. Genau, ja, auf jeden Fall. So wird's sein. Und Freakerlöchen, schön, dass du da bist. Am Tag meiner Hochzeit gab es Schnee und ich hatte nur einen Schal zum drüberwerfen, aber die Schneebilder waren Hammer, voll schön. Und da wird man sich für immer dran erinnern, ne? Dass dann eben am Hochzeitstag Schnee lag und so, ist ja total schön. Die ist süß. Ist das Kind schon Barbie 3? Yes, also die zwei sind die dritte Generation. Und Frostbeule, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Sissi, Hallöchen. Ja, ja, das ist alles ganz schön toll und ganz schön aufregend. Und ganz schön teuer. Also wenn, habe ich glaube ich ja schon mal zu euch gesagt, wenn ihr denkt, eine Hochzeit ist teuer, werdet ihr trotzdem immer noch geschockt sein. Also ich hätte nicht gedacht, dass es... Also irgendwie hätte ich es auch schon gedacht, aber es ist schon krass. Das ist schon einfach nur kloppt. Aber ich möchte auf nichts verzichten. Athena, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie ich bei Hochzeit und Schnee gerade dran denken musste und wie Kiana mit ihrem Rad im Schnee von ihrer Hochzeit davon geradelt ist. Ach, das waren noch Zeiten. Und Leni, Hallöchen. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dich zu lesen. Und Lucky, wie war es schwimmen? Na? Man heiratet ja nur einmal im Monat. Sonne mich. Einmal im Monat, eine teure Hochzeit, kein Problem. Lustig, lustig, tralalala. Und Tommy, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Bin auch ein bisschen krank, aber es geht bergauf. Ansonsten alles supi. Dann ruh dich weiterhin schön aus. Und es freut mich, dass es dir aber ansonsten gut geht. Mir geht's auch ganz fantastisch. So. Mittlerweile gibt es so viele coole Jacken. Das macht mich sehr froh. Die finde ich nämlich auch richtig toll. Pretty. Pretty. Ich habe noch kein Kleid, nee. Aber ich habe bald meinen Brautmodentermin. Das wird so aufregend. Da. Da, also das ist tatsächlich das, worauf ich mich im Moment auch am meisten noch freue. Weil das wird einfach so spannend. Juli, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und ja, Lukas schwimmt in dem Verein. Und Lea, Hallöchen. Und Magdalena, Hallöchen. Könnte es ihm ja noch ein drinnen Winteroutfit geben, ohne Jacke? Ja, weil da haben wir ja ein Thermostat. Weil sonst zieht er das Outfit dann nämlich draußen an. Das möchte ich nicht. Ich will mal ganz kurz gucken, wie er mit einer Mütze noch dazu aussieht. Weil ich glaube, das könnte mit der Frisur voll cool aussehen. Habe ich mir nämlich schon gedacht. Guck mal, wie cool das aussieht. Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob wir das nicht auch noch in... Also, dass wir das so machen. Und dann vielleicht... Das steht ihm ganz schön doll. Bin die letzten Tage total im Muckelmodus mit meinem Tee und Buch im Bett. Dein Stream passt perfekt heute. Danke dir. Jasmin, das klingt ganz toll. Apropos, fällt mir gerade ein, wer war denn von euch auf der Buchmesse? Und wie war's, falls ihr dort wart? Da sind seine Haare eine andere Farbe, ne? Oder? Die hatte er doch. Gibt es die Hörnchenmütze, die er als Kleinkind hatte, noch für Kinder? Ups. Du meinst... Welche hatte er denn? Er hatte so eine, glaube ich, ne?
Aber die gibt's nicht. Also nur die hier mit dem Apfel. Da finde ich eigentlich diese hier besser, oder? Esse gerade eine Schwarzwälder Kirschtorte meiner Mama. Oh, lecker. Hab's geliebt, mein Bücherwurmherz ist aufgegangen. Ja, sehr schön, das freut mich. So, okay. Dann, ach Mann, warum ist denn da jetzt auch die Haarfarbe falsch? Okay. Dann haben wir Aiden einmal fertig umgestylt und düsen rüber zu Tracy. Look at her. Habe es irgendwie geschafft, nur mit einem Buch zurückzukommen. Dafür 3 Tage davor bei Thalia 5 Bücher gekauft. Ja, habe ich mitbekommen, dass ihr da schon fleißig gestoppt habt. Aber ich verstehe das generell nicht ganz so doll, warum man auf der Buchmesse so viele Bücher kauft. Also wenn man jetzt dann natürlich auf Bücher trifft, die man so nicht in der Buchhandlung kaufen kann, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber viele kaufen da ja einfach so Bücher, die man halt überall kaufen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und dann schleppen die ganze Zeit die schweren Bücher rum. Wenn das jetzt irgendwie ein besonderer Farbschnitt ist oder so, kann ich das voll verstehen. Oh mein Gott, pretty. Aber das ist so ein Mysterium für mich. Ach, das sieht auch ein bisschen besonders aus. Ah, das guckt's. Das sieht süßer aus. Ist ein bisschen dunkler noch der Hautton. La la la! Entschuldigung. Wollte so gerne auf die Buchmesse, aber hab mir leider den Fuß gebrochen. Och nö. Gute Besserung. Ich wäre ja eigentlich auch auf der Buchmesse gewesen, aber Tabea war dann schon die ganze Woche krank und dann haben wir uns dazu entschieden, dass das ja dann keinen Sinn macht. Also ich hätte ja auch selber, also alleine hinfahren können, weil es waren ja auch noch Leute da, die ich kenne so. Aber ich war ja sowieso schon die ganze Woche unterwegs und dann dachte ich so, nee, ist ja dann vielleicht auch einfach gut, wenn ich jetzt einfach nach Hause fahre. Und das war auch schön. So. Ich war auf der Buchmesse. Freitag war es irgendwie richtig ruhig im Vergleich zum letzten Jahr Samstag. Die haben unfassbar volle Halle auch aufgeteilt. Ja, cool. Schön. Das klingt gut. Genau, Pia, wir spielen mit Tracy weiter. Das wird unsere Tierarzt-Barbie. Hatte überlegt zu gehen, hätte das mit einem Besuch in der Heimat verbunden, aber meine Mom hatte leider keine Zeit. Ja, also so nur für einen Tag dann hin ist halt auch immer dann irgendwie ein Riesenaufwand. Ne? Also ich verstehe das schon sehr gut, dass man das nicht machen möchte. Ich möchte, glaube ich, warte. Welche waren das jetzt? Ah, hier. Und dann das hier, glaube ich, ne? Das finde ich irgendwie cool. Also ich finde eigentlich, dass das hier besser aussieht. Aber ich finde, das sieht mal ein bisschen besonderer aus. Ich möchte das. War schon sehr cool auf der Buchmesse, aber nachdem es so voll war, verstehe ich nicht, wie die Leute da beim Kaufen so eskalieren. Bei mir war es bei Gilded mit dem Farbschnitt der Bücherbüchse, sollte bei mir auch immer eher so als ein Erinnerungsstück sein. Und so habe ich mir den Versand gespart. Ansonsten habe ich auch nur fleißig meine Redo-Liste gefüllt. Ja, voll cool. Das ist doch toll. Und Blackhead, welcome back. Welcome back. Und Klötzchen, Hallöchen. Ja, genau. Ihr wollten wir eine Brille geben. Das stimmt. Ja, also ich glaube, bei ihr funktionieren dann ja die Wimpern leider auch nicht, weil das muss ich halt nochmal machen. Schön geworden. Obwohl, warte mal. Frau Simpel, die ist manchmal schlau. Wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, bin ich auch manchmal schlau. Okay. Und dann kriegt sie ihre Pferdeohrringe. Auch bei jedem Outfit. Und eine Brille. Ach, das ist doch jetzt scheiße. Das ist doch jetzt richtig scheiße.
Wir gucken mal kurz, ob ihr... Ach ja, das sieht schon voll süß aus. Ja, Leute, ist halt jetzt, wie es ist. Aber ihr sieht es halt so süß aus. Ich finde das ganz toll. Sie braucht eine Brille. Sie braucht eine Brille. Ich muss sagen, die App Redo finde ich bisher total toll. Kenne die nur über deinen Buchclub dort. Aber so für die Wunschliste und um die Bewertung über die Bücher zu lesen, finde ich sie super. Voll. Ich finde es auch richtig gut. Um auch so den Überblick zu behalten. Ein bisschen heller. Was hatte sie denn für eine Augenfarbe? Ach, eine Haarfarbe. Ach, das geht auch braun. Ne? Intelligent. Ja. Clara, danke schön für die 32 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Resa, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab einen tollen Abend. Wo du es gerade sagst, wieso sind die Wimpern seit dem Update so buggt? Also das ist seit dem letzten Update, weil da ja die Wimpern mit ins Spiel gekommen sind. Also es gibt ja jetzt von Sims selber Lashes. Über die Schönheit wollen wir nicht reden, aber es gibt sie theoretisch. Deswegen, ja, das System ist halt jetzt anders, weil es ja jetzt hier einen Button gibt. Das gab es halt vorher nicht. Yes, yes, yes. Manoli, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich dachte, ich schaue mal kurz vorbei. Ja, voll schön, dass du reinschaust. Ich würde dir gern Zöpfchen geben. Ach, das sind auch schöne Zöpfchen. Weil sie ist ja unser Pferdegirl. Und Pferdegirls haben immer Zöpfchen. I don't make the rules. Sally, hallo! Was ist nochmal die nächste Generation? Die Tierarzt-Barbie. Yes, yes, yes. Genau, Juli fragt es auch gerade. Irgendwann kommt da noch das passende Wimpernset. Genau. So wird es sein. Ach, die sind ja auch. Die sind ja auch ganz super süß. Solche. Auch die Kiana. Braids sind das. Die sind ein bisschen zu lang. Die stehen ein bisschen ab. Die finde ich auch so süß. Hä, warum wird das so komisch angezeigt? Ist mir noch nie aufgefallen. Das ist natürlich auch ganz schön toll. Mein Uniseminar hat eine Stunde früher geendet. Da beschwere ich mich nicht. Hör mal, das klingt doch traumhaft. Das klingt richtig gut. Ich glaube, ich möchte die Frisur nehmen. Ich mag die irgendwie gerne. Ich habe so viele Haare. Das sieht ja auch so süß aus. Oh, ich kann nicht mehr. Ich brauche einen Braun. Das sieht richtig schön aus. Ich wollte ihr eigentlich Zöpfe geben, aber das steht ihr so gut. Ah. Och, die sind ja auch süß. Ja, aber dieser Zopf, dieser Dutt, der hat's mir angetan. Leute, was sagen wir? Das sieht ja wohl so gut aus, oder? Das sieht so süß aus. Jenny, hallöchen. Helena, hallöchen. Schön, dass ihr da seid.
Und Gaming Birdins, Hallöchen. Und Jani, Hallöchen. Sie kann auch mehrere Frisuren haben, das stimmt. Aber die Haarlänge ist natürlich ein bisschen anders. Aber das ist, irgendwie vergesse ich das immer, dass man ja auch verschiedene Frisuren haben kann. Ah, toll. Okay, ihr seid aber Fan. Super. Dann lassen wir die jetzt erstmal und dann können wir gleich mal gucken, ob wir bei einem anderen Outfit ihr eine andere Frisur geben. Ach Gott, sieht sie süß aus. Ich kann nicht mehr. Aber ich will mal ganz kurz gucken, ob wir ihr vielleicht sogar eine andere Farbe... Aber ich glaube, die gab es nicht. In was... Nee, da nehmen wir, glaube ich, schwarz. Toll. Bekommt sie eigentlich auch ein Reitoutfit? Auf jeden Fall. Können wir sehr, sehr gerne machen. So, wir sind ja jetzt im Herbst. Da kann man auch mal so eine Muckeljacke an. Oh mein Gott, sie sieht so süß aus. Ich kann nicht mehr. Oh, ich liebe es alles so sehr. Mal kurz alles angucken. So. Das finde ich auch süß. Den Pullover. Nee, sie kann nicht auch braun tragen. Kimmerlöchen! Stellen Sie mir vor, wie sie im Pferdestall bei ihrem Pflegepferd in der Box auf einem Strohballen sitzt mit Stroh in der Hand und dort lernt. Süß. Kein Loli mehr. Ich will ihr jetzt eigentlich nicht auch das gleiche Outfit wie ihr Bruder geben, aber ich lieb's. Oh nee, das kriegt sie. Ja. Oh mein Gott. Perfekt. Okay. Dann braucht sie eine coole Hose. Oh mein Gott, sieht das so aus. Ich liebe es. Ich liebe es. Und Leni liebt es. Leni! Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Herzlich willkommen im Universum. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halte dich fest. Schneide dich gut an. Und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und danke für den Raketenmodus, ihr Lieben. Ich danke euch von Herzen. Thank you. Wann streamst du eigentlich immer Dreamlight Valley? Da gibt es keinen festen Tag, aber wir spielen nächste Woche Dienstag Dreamlight Valley. Also ich glaube, es ist Dienstag am 29. Yes. Nächste Woche Dienstag. Supi. Tolle Sache. So, dann kriegt sie natürlich noch ein zweites Outfit. Was trägt denn sie noch so? Das ist ja auch süß. Marshmallow. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Der ist auch voll cool. Ach, die haben einfach die Farbkombination durchgespielt, ne? Also damit holen die mich so komplett ab. Guck mal, wie süß. Oh, traumhaft. Das ist nicht ihr Reitoutfit. Das ist ihr Alltagsoutfit. Konnte mich ab diesem Semester auf Literatur spezialisieren und liebe es. Meine Uni-Hausaufgabe ist es jetzt einfach, das Märchen zu lesen, das Ariel inspiriert hat. Oh mein Gott, Athena. Goals einfach. Das klingt richtig cool. Okay, das finde ich alles super. Wir gehen mal zur Abendkleidung. Gut, dass es mit der Brille so gut geklappt hat, mit dem Kopieren. Lieben wir. Aber man könnte ja auch sagen, dass sie da dann vielleicht mal ihre Wimpern so ein bisschen tuschen durfte oder so. Deswegen hat sie dann Kontaktlinsen halt drin. Oder sie sieht nicht so gut. In dem Kleid sehe ich sie irgendwie. Vielleicht sogar in dem. Das ist mal was anderes, finde ich. Schon sehr süß. Nee, in Rot finde ich noch süßer. Super! Ich liebe es auch so sehr, wenn auch anstrengend, verstehe ich. Verstehe ich sehr. Und Janine, viel Spaß beim Kochen. Und Star of Phoenix, Hallöchen, herzlich willkommen. Hab wegen dir die Golddigger-Challenge gespielt. Ja, die ist ja auch geil. Ich hoffe, du hattest viel Spaß.
Also mit dem neuen Pack muss man ja jetzt eigentlich mal sowas, ne, so Black Widow oder so spielen. Also ich habe keine Kapazitäten, aber ich meinte als Inspo für euch. So, das sieht doch süß aus. Dann ist das ihre formelle Kleidung. Dann sind wir bei Sport. Da nehmen wir dann wieder die Brille. So. Das Kleid habe ich noch nie jemandem angezogen, aber es sieht so süß aus. Meine Sims tragen immer dasselbe. Ja, ich neige auch immer dazu, die gleichen Sachen zu nehmen, aber ich versuche immer so ein bisschen aus meiner Komfortzone herauszugehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier so reitmäßig aussehen würde. Schon so eine Weste, ne? Das ist ja schon ein Reitweste, obwohl die ist vielleicht noch besser. Also es ist halt eine kurze, aber ich glaube, es ist trotzdem gut. Und dann eine ganz enge Hose. Nee. Vielleicht ziehen wir da wirklich eine Leggings an. Weil das ist... Oder hat jemand gerade einen Vorschlag, was Reiterhosen-mäßig aussieht? Das ist ja schon einfach halt eine Jeans. Nee. Nope. Ich würde dann nämlich einfach vielleicht so eine Leggings anziehen. Luca, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wir sind die ganze Zeit am Umstylen. Seit 46 Minuten. War dank dir endlich beim Frauenarzt und habe mich dafür entschieden, ihn zu wechseln, da ich einfach nicht ernst genommen wurde und meine Probleme kleingeredet wurden. Dass ich mehrere Tage im Monat arbeitsunfähig bin, war da auch egal. Jenny, mega. Gute Entscheidung, weil das ist wirklich absolut kein Zustand, dass man da dann einfach weggeschickt wird. Deswegen alles richtig gemacht und ich hoffe, dass dir jetzt gut geholfen werden kann. Was sagt ihr zu sowas? Also, dass sie das einfach so trägt? Katha, hallöchen! Schön, dass du da bist. Tragen Sims nicht die Alltagskleidung zum Reiten oder habe ich einen Denkfehler? Ja, aber ich mache das trotzdem immer gern bei Sport hin. Dann ändere ich das. Ist gut, ne? Okay. Perfekt. Und Tonia, hallöchen! Schön, dass du da bist. Habe entdeckt, dass ich Hummel-Emotes habe. Ja, die sind ja wirklich mega süß. Ach Gott, ey. Und Quark mit Mango, hallöchen. Schön, dass du da bist. Dorothea schreit hier direkt mal in den Chat rein. Aber es war wahrscheinlich nicht extra. Meines Wissens für Kinder nicht. Also nur die zwei Sachen gibt es für Kinder. Aber vielleicht, wenn wir jetzt irgendwie vielleicht noch mit so Schuhen... Also wir könnten ihr natürlich einfach so Cowboy-Boots geben. Die sehen doch eigentlich aus wie Reitstiefel, oder? Die finde ich eigentlich richtig gut. Das sieht doch aus wie ein Reitoutfit, oder? Alles gut, Dorothea, alles gut. Uli, mach's gut. Schön, dass du da warst und habt einen ganz, ganz tollen Abend. Und Becky, hallöchen. Handschuhe vielleicht noch? Das ist keine schlechte Idee. Das macht den Vibe auch nochmal mehr Reiter-like. Wir sind alle so bunt. Wir sind die Sad Beige Mom. Ich glaube dann einfach so schwarz. Sieht doch cool aus, oder? So könnte man das doch super tragen. Vielleicht noch Kniestrümpfe drüber. Ich glaube, das
sieht man gar nicht mehr. Nee, die Stiefel sind zu hoch. Aber ich finde das auch gut so, oder? Was ist das hier? Die würde man sehen. Aber... vielleicht so noch. Die sind dann in der gleichen Farbe wie die Weste. Das sieht doch voll cool aus. Ein Reiterhelm. Das ist auch noch ein guter Einwand. Aber ah doch, es gibt einen Reiterhelm. Oh, ich hasse dieses Spiel. Gucken wir mal, ob es da irgendeine Frisur gibt, die vielleicht kooperiert. Wahrscheinlich müssen wir dann... gar nichts funktioniert da drunter? Warum nicht? Was machen wir jetzt, Chat? Reiten wir ohne Reiterhelm? Koche gerade Kürbisragout. Wow. Das klingt richtig gut. Ohne Helm, oder? Muss sie halt aufpassen. Ja, also bisschen Schwund ist immer. Ja, hätte jetzt einfacher gemacht, wenn ich einfach auf die Frisur geklickt hätte. Oh, wie viele Haare habe ich denn drauf gedrückt? Aha. Super, dann sind wir zufrieden. Sie ist Pferdeflüsterin, das Pferd wirft sie nicht ab. So nämlich. Also. Und Slaynomi, Hallöchen. Reithelme funktionieren ja bekanntermaßen wie diese Schwimmhauben. Alle Haare müssen drunter. Genau. Das weiß ja jeder, dass das so ist. So, beim Schlafen... ja, hast du eigentlich auch keine Wimpern. So. Da trägst du... gibt es irgendwas, was Pferde-themed ist, was man zum Schlafen tragen kann? Wie so ein süßes Oberteil oder so, wo so ein Pferd drauf ist, fände ich irgendwie süß. Also sowas zum Beispiel mit einem Pferd, gibt es das? Ein Cowboy-Hut, können wir gleich mal gucken. Welches Erweiterungspack ist besser? Ab ins Schneeparadies oder verliebt? Kommt halt drauf an, was du dir wünschst. Also ich finde beide richtig cool. Ab ins Schneeparadies bietet halt viele neue Sachen, die man so machen kann. Und verliebt bietet halt eine neue Spielmechanik. Gar nicht, worauf ich gerade... ach so, auf das Pferdeoberteil. Mm, ach süß, guck mal, ich wusste gar nicht, dass es so Ballerina Oberteile gibt. Aber vielleicht dann einfach so mit so einem Schmetterling? Friede! Hallo! Dankeschön für 35 Monate. Ja, sie trägt da sowas halt. Ich danke dir von Herzen. Wie geht's? Das finde ich ganz toll. Wisst ihr, was mich richtig stresst, Leute? Schlafanzughosen. Ich wache nachts auf und bin von meiner Hose gestresst. Und dann muss ich die ganz schnell ausziehen. Das ist sehr witzig. Also ich krieg dann eine kleine Panikattacke. Also kein Witz jetzt. Super geht's mir, das freut mich. Das ist schön. Und Leni, viel Spaß beim Kochen. Und Jasmin, mach's gut. Schön, dass du da warst. Linchen hat das auch. Ja, sehr gut. Dann weißt du wenigstens, was ich meine.
Lena schreibt auch, fühle ich. Ja, das ist auch ein bisschen dämlich, aber das, man fühlt sich dann plötzlich so ganz dolle eingeengt. Boah, das habe ich auch noch nie angezogen. Und dann wird man so ganz unruhig und dann muss man die Hose ganz schnell loswerden. Kann mir das gar nicht vorstellen, aber irgendwie habe ich das schon öfter gehört. Ja, okay. Dann ist ja anscheinend zumindest schon mal nicht super unnormal. Also super... Also, dass ich alleine da bin. Ich habe einfach nie eine Hose beim Schlafen an. Ja, mittlerweile ziehe ich eigentlich fast... Also, ziehe ich meistens auch keine an. Aber oft ist es dann abends halt auch noch so kalt. Und dann ziehe ich doch eine an und dann... wache ich nachts auf und denke mir so, oh mein Gott. Aber ich denke auch voll oft, ich kriege keine Luft. Und dann habe ich das Bedürfnis, ich muss jetzt unbedingt lüften. Das finde ich ja toll. Das kriegt sie. Man spürt die Hose auf einmal überall und es stresst einfach so ungemein. Lena, genau das. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ihr fühlt das ja alle voll. Das ist ja toll. Ich kann deshalb immer nur kurze Hosen tragen, auch im tiefsten Winter. Ja, also kurze Hosen sind meistens noch okay. Eieiei. Das ist ja toll. Das finde ich ja super. Ach, ist das eine süße Hose? Ja, die kriegt sie jetzt mal. Süß. Ein kleiner Preteen. Auch wenn sie gerade erst Geburtstag hatte. Ich kriege immer Hitzewallung mit Schlafanzughose, deswegen geht nur ohne. Genau. Also mir ist nachts auch immer unglaublich heiß. Und das trägt dann halt dazu bei, dass man dann so plötzlich denkt, es muss jetzt alles innerhalb von 3 Sekunden weg, weil sonst ist es alles ganz schlimm. Also es hört sich jetzt lustig an, aber in dem Moment ist es eigentlich nicht lustig. Twitch, baby. Sheila, danke schön für die 9 Monate. Vielen, vielen Dank fürs Twitch-Baby. Thank you. Trage deswegen nur Unterwäsche beim Schlafen, weil ich das mit T-Shirts auch manchmal habe. Ja, aber ich finde Unterwäsche auch ganz schlimm. Unterwäsche finde ich auch ganz schlimm. Also einfach am liebsten nackt. Ach, mein Gott. Schön. Bei mir ist es andersrum. Ich kann nicht ohne Hose. Gibt es dir ein Gefühl von Sicherheit? Oh mein Gott, das ist ja so süß. Wir werden es wahrscheinlich eh nie sehen, aber sie bekommt das. Aber sie bekommt dann trotzdem noch so... wartet. Ein bisschen befestigtes Schuhwerk, damit sie dann halt trotzdem noch auf die Wiese laufen kann und so. Guck mal, so vielleicht. Das ist doch süß. Oh, woher hat die denn die Spangen auf einmal? Ach so, und ihre Brille. Okay, beim Party machen kann sie die haben. Hier trägt sie aber ihre Brille. Beim Schwimmen. Obviously geht man mit einer Brille schwimmen. Ist doch ganz klar. Macht doch jeder so. Und Elli, Hallöchen. Habt ihr nachts Heizung an? Also das ist für mich der Untergang. Heizung in der Nacht an. Das ist mein Endgegner. Das, also... in Heizungsluft schlafen. Also bei uns ist im Schlafzimmer nie Heizung an. Zum Glück. Voll die Süßmaus, oder?
Voll die Friede. Ja, Friede ist ja auch eine Süßmaus. Und deswegen passt das. Super. Haben wir das auch geklärt? Ich glaube, das finde ich bei ihr voll süß. Schlafe selbst im tiefsten Winter mit Fenster auf Kipp. Würde ich am liebsten auch, aber das will Lukas nicht. Aber ist okay, weil wir lüften immer, bevor wir schlafen. Und dann geht es auch meistens. Dann ist gute Luft im Schlafzimmer. So, we did it, Leute. Ich nehme seit einer Stunde und 38 Sekunden auf. Wow, I love it. Das ist ja toll. Ich habe die Heizung im Winter immer ein bisschen an, weil wir eine Dachgeschosswohnung haben und ich sonst erfrieren würde. Wirklich? Also ich finde es auch ein bisschen toll, wenn einem kalt ist. Also nur so ein bisschen, ne? Nicht doll. Okay, tolle Sache. Unser Pferdegirl ist ready. Oh mein Gott, ich liebe sie so sehr. Wir brauchen ein Pferd. Ach ja. Gut, wir müssen das gleich mal wieder ändern. Erinnert mich dran. Ja, er auch. Achso, das war bei ihm. So. Och, die heißen ja... Oh, ich dachte, er hätte keinen Doppelnamen. Okay. Gut. Ich liebe frieren, einfach toll. Also ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen. Und dann kann man so... Ja, tolle Sache. Tolle Sache. Würde so gerne mit offenem Fenster schlafen können, aber bin am nächsten Tag sofort krank dann. Lukas würde jetzt sagen, man wird nicht von Kälte krank. Aber ja, verstehe ich. Wenn ich morgens um 5.30 Uhr aufstehen muss, um in die Schule zu gehen, erfriere ich ohne Heizung. Das finde ich ist das Schlimmste. Das ist tatsächlich in der Tat das Allerschlimmste. Wenn es morgens kalt ist und man aufstehen muss. Das ist ganz schlimm. Also das war, da habe ich wirklich auch noch so, wenn ich daran denke, manchmal musste ich im Kindergarten ja um 7 Uhr anfangen und dann musste ich so um 6:15 oder so los. Wenn es dann im Winter noch kalt war und dann halt im Schlafzimmer auch kalt und dunkel und schlimm. Schlimm. Ganz schlimm. Schön, dass ihr alle Team Lukas seid. Ich habe letztens ein Reel gesehen. Ich muss kurz gucken, ob ich das finde. Aber bis zu diesem Leben mag ich frieren im Bett auch. Okay, jetzt... Ach so, Level wahrscheinlich. Jetzt bin ich sehr gespannt. Der Spruch ist nervig, sagt mein Physiotherapeut auch immer. Ja. Ne? Lukas ist halt einfach quasi auch ein Physiotherapeut. So, nee, jetzt müssen wir mal alle hier wieder umbenennen. Muss ich mal kurz wieder suchen. Nicht töten, bitte. Und erinnert mich daran, dass ich gleich nicht in den Creative-Sim gehe. Jani, Hallöchen. Hab's. Okay, warte, ich muss kurz angucken, was Blackett mir geschickt hat. Ja. Ja, das bin ich. Genau das meine ich. Oh, guck mal, haben auch Antonia hat's geliked, Lea hat's geliked und Tabea hat's auch geliked. Genau so. Oh, einfach nur geil einfach. Oh. Ich liebe es. Ich liebe es. Danach muss ich direkt niesen, ja? Lukas hat ja voll die dolle Hausstauballergie. Es ist einfach toll. Ah. Toll. Schön. Und dann am besten noch, ich weiß nicht, ob das jetzt dabei stand, am besten frischer Pyjama und frisches Bett bezogen. Oh. Hammer.
muss wirklich aufpassen, dass ich hier nicht auf Sim töten oder so drücke. Pia, mach's gut. Schön, dass du da warst. Du gehörst nicht dazu. Also nicht du, Pia. mach's gut, Pia. Tschüss. Zuschauer halt einfach. Ah, Zuschauerbindung wird bei mir groß geschrieben. Oh, I love it. Das war ja jetzt ganz dolle herrlich. Kriegst nie wieder Bilder? Okay, Pia. Schön dolle lustig. Bia hat mir nämlich letztens Bilder von ihren Nudeln geschickt. Okay, jetzt höre ich auf. Nee, von ihrem Ramen hat sie mir Bilder geschickt. Von ihrem Ramen und Sushi. Ah, schön. Belly! Ja, weiß ich doch auch nicht, wo du jetzt herkommst. Dankeschön für die 38 Monate. Schön, dass du da bist. Hallo. Das war jetzt ganz dolle lustig. So, heißen jetzt alle richtig? Ich hoffe es. Willkommen zurück bei Familie Roberts Ramirez. Wir haben sogar noch ein bisschen Geld. Und unser Haus, ja okay, sieht halt immer noch leer aus, ne? Aber so, ach komm. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre mittlerweile schon ein bisschen gefüllter. Aber guck mal, hier in der Küche ist schon richtig gemütlich. Guck mal, süß ist es hier. Barbie und Ken sind auch da. Eigentlich müssen wir noch mal ganz kurz in Barbies Create a Sim. Ich habe jetzt keine Zeit für alle hier Umstyling, aber Barbie braucht ihr Senioren-Umstyling. Das ist ganz wichtig. Ne? Hippie Jim Quexy. Ach Gott, guck mal, da ist der kleine Markus. So, Barbie. Guck mal, sie hat immer noch die kaputten Lashes, aber die darf sie jetzt auch behalten. In ihrem hohen Alter. Barbie, du kriegst diesen Skin. Macht einfach nichts mit ihr. Oh! Barbie. Ja, aber reicht auch eigentlich schon. Weil mehr, also ich glaube, sie würde sich vielleicht auch so ein bisschen Botox spritzen und ihre Haare würde sie auch immer beim Frisur färben lassen. Deswegen passt das schon. Das wollte ich nur kurz machen. Pamina, Hallöchen! Du hast die DM bezüglich Schneckensymbolik bei deiner Schmuckkollektion wahrscheinlich nicht bekommen. Wolltest du sie auch nochmal erwähnen? Wenn's richtig süß. Ja, Schnecken finde ich auch ganz süß. Ich habe ja gestern noch ein Bild von einer Schnecke geschickt und habe gesagt, das ist deine Glücksschnecke. Aber das Thema steht ja schon fest. Aber trotzdem ganz, ganz lieben Dank dir. Vielleicht die nächste. Vielleicht wird die nächste Kollektion eine Schneckenkollektion. Nee, hier will ich nicht hin. Hier will ich hin. Da. Wahrscheinlich zieht Tracy vorher aus, bevor das Haus gefüllt ist. Hör auf! Hör auf! Wespen fände ich auch irgendwie geil. Ich erzähle euch was, wenn die Kollektion raus ist. Erzähle ich euch was. Nika, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Schneckenkollektion klingt aber auch wild. Ja, je nachdem, was man unter einer Schnecke versteht. Aber rein die Schnecke. Ich finde Schnecken ganz toll. Also ich habe ja auch das erste Mal hier, also als ich noch nicht hier gewohnt habe, sondern halt als ich Lukas besucht habe, eine Weinbergschnecke gesehen. Und ich kam ja nicht mehr klar. Das ist ja so toll. Also, wow.
einfach schön. Vor allem Nacktschnecken finde ich richtig toll. Nee, Nacktschnecken habe ich einen richtigen Hass. Die sind ja auch einfach nur scheiße. Die essen sich ja auch gegenseitig und also die finde ich richtig kacke. Aber alles, was ein Haus hat, die sind richtig toll. Bei uns sind auch immer so ganz, ganz kleine an der Hauswand. Die flitzen da immer dann so hoch. Ja, Blackhead, same. Vor allem, weil meine Mama mich immer Schnecki nennt. Und dann ist es ganz doof. Deine Tasse ist ja mal süß. Ja, ich liebe die auch. Eine Katze. So. Nina mag keine Obdachlosen, confirmed. Genau, ich mag alles, was ein Haus hat. Och, Mann. Nee, darüber macht man keine Witze. So, Ken, also Darcy, du musst noch Level 2 der Fitnessfähigkeit erreichen. Geh mal eine Runde joggen. Let's go. Level 2? Also bitte. Jetzt strengen sie mich ja mal ein bisschen an, Mister. Und du stinkst. Ab in the Dusche. Toll. Och, es ist so schön, dass wir endlich Kinder haben. Ach so, wir brauchen ja noch Betten. Das ist natürlich jetzt tragisch. Was können wir noch wegtun? Ich glaube, das hier können die nicht mehr benutzen. Aber es sieht trotzdem schön aus, deswegen bleibt es da liegen. Jetzt schauen wir mal, ob das jetzt hier noch überhaupt hinpasst. Achso, ich sollte vielleicht auch mal speichern. Das wäre sonst äußerst schwierig. Ich mag auch keine Nacktschnecken. Wir hatten letztens so eine Plage, wie auch über den ganzen Sommer. Über den ganzen Sommer hatten wir so eine schlimme Nacktschneckenplage. Hat sie nicht gesagt, ich habe über Schnecken geredet. Meinung zu Mietern. Schnecken, es ging um Schnecken. Oh. Jululu, danke schön für die 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Ach Gott. So, jetzt zurück zu meinem... Lasst mich jetzt mal hier in Ruhe, bitte. Das ist das Bett, was zu diesem Set gehört. Ich glaube, wir müssen ein Etagenbett machen. Weil das ist... Ach, natürlich haben wir da wieder gecheatet. Das ist sonst alles zu eng hier. Das Zimmer ist einfach zu klein. So. Juli, hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Guten Tag. Find's toll, wie wir in einem Sim-Stream immer 95% nicht Sims spielen. Also ganz ehrlich, wer in meinen Stream geht, um Gameplay zu sehen, der ist eh irgendwo falsch abgewogen. Also, jetzt mal Dacheles, glaube ich. Also, da muss ich mich auch mal selber eine Pfanne hauen. Ja, das wird's. Das wird's. Und wer nichts wird, wird. Warte. Hä? Geht das nicht mal mit der... Treppe? Konnte man nicht mal hier dann auswählen, an welcher Seite die Treppe war? Bin ich gerade Banane? Hallo? Jola, dankeschön für die 36 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Gameplay steht hier höchstens im Kleingedruckten. So nämlich. Ach, schön. Nur wenn nichts drunter steht. Okay. Ah, ja. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Hä? Da war doch eben noch... Jetzt bin ich aber hier richtig veräppelt. Da war doch eben noch eine Leiter. Hä? Och. Mensch, Max. I'm
toll, Luki. Toll. Falls du mich hörst. Okay. Kennt ihr Mensch Max? Ja, oder? Habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt. Die Eltern von Max tun mir so leid. Nee, mir nicht. Bin mir sicher, der kauft denen auch schöne Sachen mit dem Geld, was er mit seinem Account verdient. So, das sieht doch toll aus. Chiriga, dankeschön fürs verschenkte Sub. Hallöchen. Nicht Hallöchen, dankeschön. Nathalie wollte ich Hallöchen sagen. Danke für die 23 Monate. Und ist Kelly Hallöchen. Schön, dass du da bist. Die sterben immer fast an einem Herzinfarkt. Ja, das stimmt. Also das ist schon immer kritisch, aber ich finde es halt auch sehr lustig. Also eigentlich findet Lukas es noch lustiger. Also er guckt das immer. Och, das ist ja ganz toll geworden, finde ich. Guck mal. Süß. Also das Bett passt voll gut. Und guck mal, hier guckt so die kleine Eule neben der Tür, neben der Leiter her. Das war doch toll. Und wir haben gar nicht viel Geld ausgegeben. Schnell raus aus dem aus dem Baumodus. Sie möchte einen Pferdewitz erzählen. Ja, erzähl doch mal deine Ems einen Pferdewitz. Wo ist sie denn? Ems! Barbie, komm zurück. Will sie gerade gehen? Ich will dir noch einen Witz über Pferdepopos erzählen. Oma! Ist hier ein Angelsteg? Ein Angelsteg. Ich möchte doch nur angeln an einem Angelsteg. Nudelwurfsternchen, vielen, vielen Dank für deine 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen Dank und ich danke dir von Herzen für den Angelsteg. Dankeschön. Ich habe gerade gedacht, wer danst denn da unten? Aber es ist Alex. Müssen wir eigentlich noch den Kredit abbezahlen? Ja, der wird jeden Tag abgezogen. Ups, gut, dass wir noch ein bisschen Puffer haben. Tracy reißt einen Witz nach dem anderen und fühlt sich unbesiegbar. Wäre es übertrieben zu behaupten, dass sie Comedy mag? Aber das kannst du gerne tun. Das ist völlig in Ordnung. So, du bist sehr wütend, weil du joggen musst. Das ist auch in Ordnung. Und du gehst schlafen, weil du müde bist. Das ist auch in Ordnung. Und du bist hungrig. Dann isst doch mal ein Stück Kuchen. So, und du kannst mal, wenn du jetzt hier schon in der Welt unterwegs bist, vielleicht ist hier ja irgendwo ein Pferd. Hallo! Aber wir können ja auch einfach unsere Großeltern besuchen. Die haben ja das ein oder andere Haustier. Und Liska, dankeschön für das Twitch-Baby. Vielen, vielen Dank für die 9 Monate. Haben wir eigentlich schon was von den Aktien gehört? Also von den ersten haben wir das Geld wiederbekommen. Und dann haben wir sie nochmal investiert. Also vielleicht kriegen wir da was. Ich sehe kein Pferd. Hi, Dad. Gehen wir mal morgen oder so bei unseren Nachbarn vorbei. Guck, sie möchte auch reiten gehen. Ja, das darfst du dir sowas von wünschen. Juhu. Toll. Und dann gehen wir nämlich auch mal zu unserem Opi. Den wir noch nicht kennen. Deswegen gehen wir uns mal einmal freundlich bei unserem Opa vorstellen. Hallo Opa, ich bin übrigens dein Enkelkind. Warst du schon mal bei Gustav Grün? Hab jetzt bei Insta gesehen, dass es die auch in eurer Stadt gibt. Bei uns gibt es die auch, aber ich habe es noch nicht geschafft zu testen. So witzig, dass du das fragst, weil ich war ja essen mit meiner Schwägerin und meiner Schwiegermutter in Spee. Und da sind wir noch bei Gustav Grün vorbeigefahren. Oh, oh mein Gott, da waren wir bei einem, also wir waren eins nach dem anderen. Also wir sind auf jeden Fall vorbeigefahren und habe ich gesagt, da möchte ich unbedingt auch mal hin. Also kurz und knapp die Antwort, nein, ich war da noch nicht, aber ich würde gern hin. So, und jetzt nächster Satz. Dann waren wir bei 1001 Nacht. Das ist so ein ganz kleiner Laden. Und ich glaube, es sind Syrer, hat Marie gesagt. Oh mein Gott, war das geiles Essen. Oh mein Gott, es war so lecker. Ihr wisst ja, ich sage immer, ich mag nicht so gern Falafel.
ich nehme alles zurück, weil ich noch nicht die Falafel in diesem Laden gegessen habe. Also, weil, wenn ihr mal in Bielefeld essen wollt, geht zu 1001 Nacht. Wirklich ganz klein und süß und so super. Also, es steht ganz viel Dekoration rum und so. Oh mein Gott, es war so toll. Ich hatte so eine Platte, wo so alles drauf war. Also, es war so lecker. Auch so ganz viel Hummus und so. Passiert. Ah! Oh mein Gott. Oh. Warum? Ah! Ah! Oh mein Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen darf. Oh mein Gott. Also es ist was richtig Tolles, aber ich weiß nicht. Also, bei Lukas ist was ganz Tolles. Aber ich möchte das jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob ich sagen soll. Also, sagen. Also, es ist auf jeden Fall was ganz Tolles. Oh mein Gott. Sorry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss ihn mal ganz kurz anrufen. Ich bin sofort wieder da. Oh mein Gott. Oh! Ach Gott. Okay. Ah, also, ich habe auch kurz gefragt, ob ich sagen darf, was ist. Lukas hatte am Montag ein Bewerbungsgespräch bei einer Stelle, die er das halt, er halt sehr, sehr gerne machen würde. Und jetzt hat er den Job bekommen. Ach Gott. Oh mein Gott. Das ist so toll. Das ist so toll. Das ist so toll. Ich glaube nicht, wie toll das ist. Oh mein Gott. Oh, vor allem haben wir da halt noch gar nicht mit gerechnet. Die haben zu ihm gesagt, Freitag kriegt er eine Antwort. Und das ist so toll. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Prost auf den Lucky. Oh, mir ist schwindelig. Ich glaube, ich trinke lieber einen Schluck Wasser. Einmal kurz Wasser. Oh mein Gott. Okay, kurz atmen. Eieiei.
Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Dieser Mann ist so eine Maschine. Dieser Mann ist einfach eine Maschine. Ja, Lukas ist leider nicht schwanger, tut mir leid. Oh mein Gott. Och, das war ja jetzt ganz wunderbar toll. Oh, süß, wie ihr euch auch freut. Ihr seid einfach so Herzensmenschen. Oh. Ganz, das, ach Gott. Sorry. Ich muss jetzt erstmal kurz. Ich habe noch kurz, ich habe gesagt, ich spiele jetzt noch ein bisschen und dann komme ich gleich zu ihm. Oh mein Gott, ist das toll. Ist das toll. Ist das toll. Vor allem hat er sich noch die ganze Woche so Gedanken gemacht, weil ein doofer Kurs nicht eingetragen war in seinem Dings da. Und ach, das ist jetzt so toll einfach nur. Toll. Blackhead hat er das erzählt mit dem Kurs. Anna, danke schön für die 32 Monate. Vielen, vielen Dank. Im Stream hat er es gestern erzählt. Okay, ja, das hat ihn voll belastet die ganze Woche und ach, das ist jetzt so toll. Ach, das ist so herrlich. Es ist so, oh mein Gott. Ist das schön. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es gar nicht glauben. Ach. Herrlich. Herrlich. Das ist so, Entschuldigung, Leute. Ich bin richtig. Ich bin so stolz. Linchen, das kann er, wenn er das erzählen möchte, in seinem Stream erzählen. Also was er jetzt genau macht und so möchte ich nicht drüber sprechen. Oh mein Gott. Wow. Ja, kurze Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Oh, ich hab's so sehr, ich hab's für ihn manifestiert. Warte, was? Okay. Also. Da steht, Tracy hat gerade ihre erste Erfahrung mit einer positiven oder belastbaren romantischen Einstellung gemacht. Tracy mag noch ein Kind sein, aber mit genügend Erfahrungen dieser Art kann später das Merkmal romantisches Vorbild entwickelt werden, wenn sie ein Teenager wird. Während sich Tracy in den prägenden Jahren ihrer Jugend befindet, wird es besonders einfach sein, dieses Merkmal zu entwickeln. Dies setzt natürlich voraus, dass sie weiter positive Eindrücke von Romantik und Beziehungen durch andere Sims oder durch ihre eigenen Recherchen und Erfahrungen macht. Wow! Ich dachte erst, sie hätte jetzt irgendwie einen Crush auf ihren Opa, aber es hat damit zu tun, weil sie mit Barbie geredet hat, glaube ich. Ist das süß. Das ist ganz süß. Nee, Linchen, alles gut. Mach dir bloß keine Gedanken. Aber ne, wenn er dazu was erzählen möchte, kann er das, also er wird das bestimmt mal anschneiden. Morgen streamt er ja. Morgen kann er das bestimmt mal erzählen. Hab gerade ein Tränchen verdrückt, weil ich das einfach so toll finde, wie du dich mitfreust. Einfach immer wieder schön, wie herzlich und warm. Danke, danke. Ach, hör doch auf, Lena. Aber du, also Spiegel, Spiegel, weil du hast ja dann auch mitgefühlt. Oh Gott, ey. Und Lilly, Hallöchen, herzlich willkommen. Und Yale, Hallöchen. Und Ellie, Hallöchen. Oh, vielen Dank für die lieben Worte. Ach Gott, ey. Schön. Toll, toll, toll. Toll, toll. Toll, 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 toll. So, jetzt hier zurück. Oh, guck mal. Weiser Rat zum Thema Liebe. Süß. Eigentlich wollte ich nur meinem Opa Hallo sagen, aber naja. Ach, Leute. Dann erzählen wir mal eine unglaubliche Geschichte. Lukas Life hat einen Job. Oh mein Gott, das ist toll. Ich freue mich auch so, meiner Mama gleich davon zu erzählen. Ach, ist das schön. Toll. Das ist einfach die Woche der tollsten Neuigkeiten bei euch. Es ist wirklich so.
Oh mein Gott. Wie Opa ist das, Ken? Nee, das ist der Vater von Darcy. Das ist Darcys Dad. Ken ist, glaube ich, schon nach Hause gegangen. Oh. Oh. What? Ich bin sehr unzufrieden in unserer Beziehung. Wenn du gemein zu mir bist, während ich mich so fühle, reiche ich vielleicht die Scheidung ein. Und er sagt das Gleiche auch. Was ist denn mit euch los? Hackt es? Ja, bitte? Extreme Unzufriedenheit? Hier gebe ich gleich richtig aufs Maul. Das sage ich dir aber. Gut, dann gibt's jetzt eine Runde Knicki-Knacki, weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Werd wach. Komm zurück. Also, bitte. Im echten Leben wäre das der Stress, den man hat, weil das Haus einfach nicht fertig wird. Ja, und einen Kredit hat. Und ja, die Kinder ein Pferd wollen und so weiter. Oh Gott im Himmel. Steh auf. Hier wird jetzt geknattert. Warum nicht? Weil er zu viel... Ja, jetzt aber. Gut. Die Kapitalanlage von Chelsea kommt nicht mehr auf die Beine, aber zum Glück konnte sie verkaufen, bevor sie alles verlor. Wow. Also läuft bei uns ja hier gerade. Aber wenigstens, ne, läuft's im Real Life. Das ist ja hier das Wichtigste. Ihr knattert jetzt. Aber ab ins Bett sofort. Verhüten, ja. Wird auch überbewertet, ne? Wenn sie jetzt schwanger ist, Leute. Wenn sie jetzt schwanger ist, dann lösche ich mein Spiel. Geh auf Klo. Warum kannst du das nicht machen? Auch weil er da drauf geht. Wirklich, Leute, ich lösche mein Spiel. Ich mein's ernst. Wehe. Oh, hör auf, darüber traurig zu sein. Das wäre es jetzt wirklich gewesen, Leute. Hi, der Witzgeier, Herr Kapitän. Geht das mit verliebt immer so schnell? Wollte mir das Pack beim nächsten Sale holen, aber das ist ja stressig. Also es ist schon... Ach süß, guck mal, die zwei. Es ist schon extrem. Also manchmal sind das auch Bugs, glaube ich. Aber... ja, ich glaube, teilweise ist das schon so. Leute, ich glaube, ich muss den Stream ausmachen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und ich bin jetzt zum Lucky. Also ich weiß, ich wollte eigentlich gerne mit euch heute ganz lang ganz viel Barbie spielen, aber ich glaube, ihr könnt das auch alle verstehen. Ah! Ich glaube, ich kaufe noch eine Flasche Bobby-Bob. Nee, mögen wir eigentlich gar nicht. Oh mein Gott. Hau ab jetzt, ja wirklich. Ja gut. Offensichtlich verstehen wir das ja. Also bin ich mir auch eigentlich ganz sicher, dass ihr das alle versteht. Aber das ist doch einfach, ich muss diesen Mann jetzt umarmen. Ich glaube, ich freue mich wahrscheinlich mehr als er. Weil ich, obwohl, also wahrscheinlich nur äußerlich. Aber, oh, Heidewitzka. Das ist einfach so toll. Was habe ich verpasst? Lukas hat eben eine Jobzusage bekommen.
Also vor 10 Minuten. Das ist so toll. Das ist so schön. Oh mein Gott. Das ist ja auch irgendwie richtig toll. Oh, zum Glück habe ich vorher gespeichert, weil mein Spiel stürzt, glaube ich, gerade ab. Ah ne, hat geklappt. Das ist richtig toll. Meine Reaktion für immer. Oh nein, Popel in meiner Nase. Für immer festgehalten zu haben. Ne? Muss ich hier gleich mal klippen. Oh mein Gott. Okay, ihr Lieben. So, ich guck mal, wo wir hingehen. Aber ich glaube, Pia ist live. Ich glaube, wir gehen einfach zu der Pia. Okay, und ich richte ihm natürlich eure Glückwünsche aus. Das mache ich auf jeden Fall. Ach, die Anna ist auch mal wieder live. Also die haben wir jetzt ganz oft nicht erwischt. Ich glaube, wir gehen zur Anna. Genau. Bester Beweis, ne? Mascara. Highly approved. Wir gehen zu Anna, aber ihr könnt natürlich auch super gern zu Pia gehen. Aber die Anna haben wir vor lang nicht mehr geradet. Deswegen gehen wir zu Anna. Also meine Schneide-Anna. So. Da düsen wir jetzt einmal hin. Weil sie spielen mich auch Sims und das ist ja dann einfach perfekt toll. Erstmal YouTube, macht's gut. Tschüss, auf Wiedersehen.